Ach so, nein, ich glaube, dass der Witz war, dass es individuell ist, aber es ist ja gar nicht mehr individuell, weil mittlerweile jeder so ein altes Rennrad haben will. Naja, individuell ist es dann, wenn du es nicht mehr von der Stange kaufst, sozusagen. Ja. Also, wenn es wirklich selber dir aufbaust und. Ja, ja das habe ich halt in der letzten Woche versucht, aber das habe ich dann nicht. Bist du kläglich gescheitert? Ja. Okay. Hier, sag. Findest du noch hin an? Thank you.
Er meinte nur, wenn man von der Reise, dann geht er nicht mehr hin, aber er war nicht gut. Arbeitet er auch ab und zu mal hier? Naja, es ist ja mehr sein Hobby, ne? Und dann hat er mich gesehen und sagt, oh, die möchte er arbeiten. Möchte er zusammenbauen, auseinanderbauen. Dann ist er bei ihm immer so was. Drei, vier Mal auseinanderbauen, zusammenbauen, auseinanderzusammen. Das ist auch wie kann er machen, ich habe nichts dagegen. Aber so richtig arbeiten? Ich weiß nicht. Bei der Türkei, Hat er gemacht?
Deswegen habe ich, der ist gerade in die Lehre gekommen vor 2 Jahren und jetzt ist er schon im Rennsportteam. Na gut, dann machen wir so. Dann kommen wir mal rum. Ich habe auch einen Kontakt hier um die Ecke, wo wir zwei beladen. Um die Ecke. Sind wir weg? Ja, ja, ja. Ja. Kann ich auch so. Der wird ja auch mit der Rennung zu. Ja, der ist auch mal jetzt. Was ist denn? Der hat doch ein paar Sachen, die haben wir verkaufen. Warum? Kann ich nicht bezahlen, aber das will ich. Aber das muss kommen. Und was will er haben? Zu kaufen? I would.